Schönen Vormittag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Freut mich, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben, bei unserem Webinar teilzunehmen. Mein Name ist Jakob Plotini von Austria Solar und wir haben heute ein weiteres Webinar zu einem spannenden Thema, nämlich zu den Kosten der Solarwärme. Die Energiekosten sind ja momentan in aller Munde. Die Preise von fossilen Rohstoffen, von fossilen Brennstoffen explodieren und damit steigt der wirtschaftliche Druck, sich nach Alternativen umzuschauen, die nicht nur günstiger sind, sondern auch ökologischer und sauberer und sicherer. Eine Alternative dafür ist eben die Solarwärme. Und über die sprechen wir heute, wie immer, bei unseren Webinaren. Und die Expertin, die wir dazu eingeladen haben, ist die Bärbel App von Solrico. Die wird uns einen weltweiten Überblick zu den Kosten von Solarwärme im gewerblichen und im industriellen Bereich geben. Davor wird noch Gernot Wörter vom Klima- und Energiefonds das aktuelle Förderprogramm für Solar-Großanlagen vorstellen, das eben die Kosten für Solarwärme weiter senkt. Bevor wir mit dem Thema beginnen, darf ich noch ganz kurz den Verband Austria Solar vorstellen, für alle, die ihn vielleicht nicht so gut kennen. Wir sind die Vertretung der österreichischen Solarwärmebranche mit 40 Mitgliedern, die Sie hier aufgelistet sehen, und noch 61 Solarpartnerinstallateuren. Wir vertreten also insgesamt rund 100 Unternehmen. Kurz zum Ablauf vom heutigen Webinar. Wir zeichnen dieses Webinar auf. Sie können es dann im Anschluss auf unserem YouTube-Kanal anschauen und natürlich auch gerne weiter verbreiten. Da steht dann das vollständige Webinar aufgezeichnet zur Verfügung. Und wenn Sie während des Webinars Fragen haben, entweder an Gernot Wörter oder an Bärbel App, dann können Sie dafür die F&A-Funktion nutzen, die Sie unten in Ihrer Menüleiste finden. Die Fragen werden dann jeweils im Anschluss an das Referat beantwortet. Ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite für den Anfang. Ich darf jetzt einmal den Gernot Wörter bitten, dass er seine Folien öffnet und dass er Ihnen das Förderprogramm für Solarik-Großanlagen präsentiert, wo eben momentan sehr viel Geld zur Verfügung steht für solche solaren Großanlagen. Und ja, damit sinken die Investitionskosten natürlich weiter. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein. Zum einen, weil das Thema Kosten ein sehr spannendes ist. Zum anderen auch, weil wir hier ein wirklich tolles Förderprogramm geschnürt haben. Und ich freue mich immer, wenn ich das vorstellen kann. Gut, damit fangen wir vielleicht schon an. Worum geht's? Wir haben das Programm Solare Großanlagen 2010 gestartet. Warum haben wir das getan? Wir wollen einfach eine breite Umsetzung der solaren Technologie sehen, speziell im Großanlagenbereich. Und wir haben gesagt, damit das funktioniert, brauchen wir Praxiserfahrung, Demonstrationsanlagen, wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnis. Und diese Erkenntnis muss wieder zurück in die Community gespielt werden. Das heißt, es muss auch Daten geben, Messdaten, die veröffentlicht werden. Warum macht das der Klima- und Energiefonds? Das ist ganz klar. Wir haben die Ziele, fossile Brennstoffe zu substituieren. Es geht darum, den Ausbau der Erneuerbaren zu forcieren und zu beschleunigen. Und natürlich ist auch die Energieeffizienz bei uns im Haus ein großes Thema. Und vor dem Hintergrund passt eben das Thema Solarthermie bei uns sehr gut ins Produktportfolio hinein. Und das Wichtigste war uns, und da haben wir auch mit dem jetzigen Call einen Schwerpunkt gelegt, eben der Ausbau, die Schaffung eines neuen Marktsegments. Wie wollen wir das erreichen? Wie machen wir das? Mit drei Aspekten. Das eine ist, ich sage mal, die klassische Investitionsförderung. Also sprich, wir unterstützen den Bau von Solaranlagen ab 100 Quadratmeter, im Themenfeld neue Technologien ab 50 Quadratmeter. Wir haben insgesamt 6 Themenfelder. Die werde ich noch ganz kurz anreißen im Anschluss, aber das ist sozusagen der erste Pfeiler des Förderprogramms. Der zweite Pfeiler des Förderprogramms ist die Begleitforschung. Da geht es zum einen einmal darum, dass alle Bewerber, alle Einreicher eine Beratung in Anspruch nehmen dürfen und müssen. Das dient der Qualitätssicherung und der Vermeidung von substanziellen Planungsfehlern. Und dann sozusagen nach Auswahl der Förderprojekte werden besonders spannende Projekte vermessen und es gibt eine wissenschaftliche Begleitung der Anlagen. Da werden Daten gesammelt und die werden in weiterer Folge wieder bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Und es gibt auch diverse Veranstaltungen, wo die Ergebnisse kommuniziert, diskutiert werden. Das heißt, es gibt auch wieder für Interessierte einen Know-how-Transfer. Und man kann nicht nur von seinen eigenen Anlagen lernen, sondern von allen Anlagen, die in Österreich gebaut worden sind. Das ist aus unserer Sicht auch ganz wichtig, um hier Kompetenz breit in der Community aufzubauen, um die Solarthermie ein Stück weiterzubringen. Und der dritte Pfeiler, der ist jetzt neu seit dieser Ausschreibung, seit dem Jahr 2020,
ist die Unterstützung von wirklich großen Solaranlagen. Also wenn wir von Big Solar sprechen, meinen wir Anlagen ab 5000 Quadratmeter Bruttokollektorfläche. Und da haben wir einfach in der Vergangenheit gesehen, diese Dinge kommen nicht einfach auf den Boden, weil der Vorlauf komplex ist, weil der Planungsaufwand hoch ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen hier eine neue Schiene für Machbarkeitsstudien, um eben den Weg zu ebnen für diese richtig großen Projekte. Und da gibt es im Hintergrund ein paar Details, wichtig ist und wesentlich ist, dass Sie sich mitnehmen. Das Kernkriterium für die Genehmigung ist, dass es eine klare Umsetzungsorientierung gibt und einen Umsetzungswillen und dass es wirklich glaubhaft ist, dass aus diesen Studien dann auch am Ende des Tages Investitionsprojekte kommen. Das ist das Hauptauswahlkriterium. Gut, dann kurz zur Ausschreibung, die jetzt eben noch läuft bis Februar nächsten Jahres. Wir haben mehrere Deadlines. Es gibt noch zwei. Die nächste ist am 30.09., die nächste ist am 24.02.2023. Und die gute Nachricht, wir haben wirklich substanziell viel Budget. Wir haben 45 Millionen Euro. Das ist ein Betrag, den wir in Österreich für die Solarthermie noch nie zur Verfügung stellen konnten. Und das freut uns, weil wir einfach glauben, dass die Solarthermie einen fixen Platz in einem zukünftigen diversen Energiesystem haben sollte. Was für Sie auch wichtig ist, wir haben keine Größenbegrenzungen mehr bei den Anlagen und wir haben, wie gesagt, wirklich diesen Schwerpunkt auf Big Solar, das heißt, wir wollen Anlagen über 5000 Quadratmeter in Österreich sehen. Wir haben 6 Themenfelder im Call, ich gehe jetzt relativ schnell drüber, Sie finden alle Details im Leitfaden, aber wir unterstützen prinzipiell die solare Prozesswärme, da sind auch immer wieder Luftkollektoren drinnen für die Trocknung, wir haben die solare Einspeisung in die Wärmenetze. Wir haben hohe solare Deckungsgrade, wobei wir das so definiert haben, dass wir gesagt haben, mindestens 20% des Gesamtjahreswärmebedarfs muss solarthermisch gedeckt werden. Wir haben die Solarthermie in Kombination mit der Wärmepumpe, da sind auch die PVT-Kollektoren mit drinnen. Und wir haben sozusagen als Brückenschluss hin zur Energieforschung die neuen Technologien, wo Dinge erstmalig, die aus der Forschung kommen, auch in der Praxis in größerem Maßstab ausprobiert werden können. Und dann haben wir sozusagen diese Ausschreibung neu, die solaren Großanlagen mit 5000 Quadratmetern. Das ist eben der Schwerpunkt, wo wir uns jetzt in Zukunft viele Projekte wünschen. Bei all diesen Themenfeldern gibt es auch einen Effizienzdeckel, nachdem wir ja hier auch von Steuergeld reden. Ich gehe es jetzt nicht im Detail durch. Sie sehen hier für jedes Themenfeld eine Begrenzung von Euro pro Megawattstunde nutzbaren Solarertrags. Das ist sozusagen, um hier abzuschneiden und um nicht zu viel Geld auszugeben. Auf der anderen Seite, die gute Nachricht ist, wenn Sie in die Begleitforschung ausgenommen werden, da werden Projekte ausgewählt, dann erhöht sich dieser Deckel automatisch um 25%. Und es gibt in dem Förderprogramm auch noch eine ELA-Schiene, also eine EU-Kofinanzierungsschiene. Da kommen Sie automatisch hinein, da brauchen Sie nichts tun. Das hängt davon ab, wo Sie investieren, vom Standort. Wenn Sie in einem Fördergebiet sind, bekommen Sie automatisch eine ELA-Kofinanzierung. Und dann haben Sie das Glück, dass bei dieser ELA-Kofinanzierung es keinen Effizienzdeckel mehr gibt. Soviel zur Begrenzung der Förderung. Auf der anderen Seite die Förderhöhe, das ist meistens spannender. Ich mache das jetzt auch wieder ein bisschen schneller. Sie finden die Details am Leitfaden. Die gute Nachricht ist, dass für kleine Anlagen bis 2000 Quadratmeter können Sie bis zu 50% Förderung bekommen. Also 40% Basisförderung. Dann kriegen Sie 5% für KMUs, beziehungsweise wenn Sie nicht Wettbewerbsteilnehmer sind. Und wenn Sie einen innovativen Speicher haben, gibt es noch einmal 5% drauf, dann sind es in Summe 50% der umweltrelevanten Mehrkosten. Bei Anlagen ab 2000 Quadratmetern gibt es dann noch einmal 30 Euro Basisförderung plus 5% für Speicherinnovationen. Und wenn Sie wirklich groß werden, über 5000 Quadratmeter, gibt es auch 30% Basisförderung plus 5%, wenn Sie einen Langzeitspeicher, also sprich einen Saisonspeicher haben. Was noch wichtig ist, beim Themenfeld 6 haben wir im Hintergrund eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Da kann es zu einem Förderdeckel kommen. Das muss man sich im Detail anschauen. Für diese Großprojekte, da reden wir von Förderungen, die weit über 1 Million Euro in der Regel hinausgehen. Da sind auch Teilzahlungen möglich. Da kann man einen Zahlungsplan vereinbaren. Es gibt dann für die Transportleitung, weil die meisten Projekte werden im Bereich der Einspeisung im Wärmenetz sein, da gibt es in der Regel Transportleitungen, da gibt es ein eigenes Förderregime. Das Ganze soll Sie nicht abschrecken. Das Ganze nur als Hinweis. Das heißt, wichtig ist für Sie, wenn Sie heute mitnehmen, das ist eine Kernbotschaft des Vortrags, wenn Sie ein großes Projekt haben, bitte rechtzeitig schon vor Antragstellung Rücksprache mit der KPC. Die KPC ist die Agentur, die für uns die Förderung abwickelt. Wenn Sie so ein großes Projekt haben, bitte, bevor Sie loslegen, rennen Sie mit uns, rennen Sie mit der KPC. Das ist ganz wichtig, weil wir reden hier bei den Großprojekten von einem möglichst maßgeschneiderten Förderbegleitprozess, wo wir Sie unterstützen möchten.
Was ist neu für diejenigen, die das Programm früher kannten? Die wichtigste und spannendste Neuerung ist sicherlich das Budget. Also wir haben 45 Millionen Euro bis 2023. Ich sage es nochmal, das ist wirklich massiv viel Geld. Wir werden alle Anlagen, die die Qualitätskriterien erfüllen, auch unterstützen können mit dem Budget. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben eben diese lange Laufzeit des Programms durchgesetzt. Das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht, weil damit haben Sie auch wirklich Planungsmöglichkeiten. Wie gesagt, dieser neue Schwerpunkt auf wirkliche Big-Solar-Projekte. Und wir haben die Machbarkeitsstudie nach dem ersten Testlauf ausdifferenziert in gesamthafte und organisatorisch-wirtschaftliche Machbarkeitsstudien. Das heißt, wir haben hier das Instrument noch ein bisschen verfeinert. Was ist jetzt wichtig bei den Big-Solar-Anlagen? Wichtig ist es, für alle Einsatzbereiche prinzipiell möglich. Wir sehen den Schwerpunkt auf der solaren Einspeisung und der Prozesswärme. Das ist der Bereich, wo wir glauben, dass die Projekte kommen. Und das ist auch der Bereich, wo jetzt gerade Machbarkeitsstudien laufen, wo wir dann sehen werden, was am Ende des Tages rauskommt. Was auch wichtig ist für diese Anlagen, nachdem der Planungsaufwand ja massiv ist in der Regel, dass hier die förderbaren Kostenabplanung auf 15% angehoben worden sind und dass nicht nur das Kollektorfeld gefördert wird, sondern auch der Speicher, die Wärmepumpe und die Einbindung in das Gesamtwärmesystem. Wichtig auch für diejenigen, die in einem ETS-System Standort sind, also dem Zertifikatehandel unterliegen, auch diese Anlagen können einreichen. Auch das ist eine Neuerung, die, glaube ich, wichtig ist. Und die Begleitforschung wird hier natürlich, so wie alles in diesem Bereich, maßgeschneidert. Das heißt, das muss man sich dann genau anschauen, wie das ausschaut, damit man hier auch eine sinnvolle Begleitforschung hat, weil gerade diese großen Anlagen für uns sehr spannend sind. Da haben wir massives Interesse daran, das auch ordentlich zu begleiten und zu vermessen. Das heißt, Kernbotschaft, es ist sehr spannend, es ist eine attraktive Förderschiene. Wichtig ist, es ist eine maßgeschneiderte Förderung. Das heißt, bevor es losgeht, bevor Sie bei uns einreichen, bitte schon mit der KPC Kontakt aufnehmen, um offene Fragen und Details zu klären. In dieser sozusagen Größe gibt es da wirklich eine persönliche Betreuung. Das möchten wir anbieten und das ist uns auch wichtig, damit es für beide Seiten dann ein passendes Angebot gibt. Damit zu den Machbarkeitsstudien. Was ist jetzt neu in dieser Ausschreibung? Wie gesagt, wir haben es jetzt geteilt in gesamthafte Machbarkeitsstudien und in organisatorisch-wirtschaftliche Machbarkeitsstudien. Der große Unterschied ist einfach der, dass wir gesehen haben in der Praxis, dass die technische Machbarkeit oft schon ausgereift ist. Das heißt, da muss man nicht wieder von null anfangen. Das heißt, bei den organisatorisch-wirtschaftlichen Machbarkeitsstudien geht es darum, vorhandene Konzepte nur noch anzupassen. Damit sind die Studien auch kleiner. Aber der allgemeine Teil, der wirtschaftliche, der rechtliche Teil, der bleibt vollumfänglich sozusagen aktiv. Der Hintergrund ist, dass wir gesehen haben in der Praxis, dass dieser nicht technische Planungsaufwand mit den Stakeholdern reden, die Bestimmungen einholen, mit den Grundstückseigentümern reden, Verhandlungen mit Bürgerinitiativen führen etc. etc., dass diese Dinge oft unterschätzt werden. Und das ist aber ganz wichtig, dass man auch hier aktiv ist und da wollen wir eine Unterstützung anbieten. Und die nächste Deadline auch für die Machbarkeitsstudien für beide, der gesamthaften und die organisatorisch-wirtschaftlichen, ist hier der 30.09. Wie gesagt, ich habe es schon eingangs erwähnt, ganz wichtig ist uns die Umsetzungsorientierung und wir wünschen uns, wir können es natürlich nicht verlangen, aber wir wünschen uns, dass nach diesen Machbarkeitsstudien, die sollen in der Regel ein Jahr dauern, dass die Projekte dann auch gleich in die Umsetzung gehen und in den Investitionsteil der Förderung und dort gleich eingereicht wird und gebaut wird im Idealfall. Ganz kurz die Förderhöhen. Ich gehe es jetzt nicht im Detail durch, die Folie schreckt vielleicht ein bisschen ab. Es ist aber in Wahrheit ganz einfach. Es gibt zwei Arten von Machbarkeitsstudien, die gesamthaften und die organisatorisch-wirtschaftlichen. Und dann gibt es Machbarkeitsstudien mit einem Kurzzeitwärmespeicher und einem Langzeitwärmespeicher. Und auf der anderen Seite ist es aufdifferenziert nach der Größe der Anlage von 5.000 bis 10.000 Quadratmeter, von 10.000 bis 30.000 und über 30.000 Quadratmeter. Und aus dieser Matrix sozusagen kreuzt man dann sich aus, wo kommt man zu liegen. Und je nachdem, wie groß das Projekt ist, wie komplex das Projekt ist, gibt es eine Unterstützung, die irgendwo zwischen 16.000 Euro für die kleinsten, einfachsten Machbarkeitsstudien liegt und 97.500 Euro für die wirklich großen Projekte, die auch wirklich komplex sind. Ja, soviel zum Förderprogramm. Damit vielleicht noch kurz ein Blick zurück, damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, wovon wir hier reden. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu den Investitionsprojekten. Wir haben 331 Projekte gefördert mit 137.000 Quadratmeter Kollektorfläche in etwa 20 Fußballfelder. Knapp 39 Millionen Euro Fördersumme, was auch ein ganz schöner Betrag ist. Damit haben wir
fast 110 Millionen Euro Investitionen ausgelöst, über eine halbe Million Tonnen CO2 eingespart. Das sind so viel wie 5 Milliarden Autokilometer. Also das ist schon etwas, sage ich mal, 250 Arbeitsplätze gesichert und eben wirklich an massiven Solartage Megawattstunden ausgedrückt von 1,5 Millionen zur Verfügung gestellt. Ja, größte Anlage ist derzeit in Friesach. Ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen sie bereits. Von den bisher geförderten Projekten, Aufteilung nach den Themenfeldern, auf der linken Seite sehen Sie es nach der Kollektorfläche, auf der rechten Seite sehen Sie es nach der Projektanzahl. Sie kriegen auch die Folien im Nachgang, deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Was man hier sehr schön sieht, ist, es werden alle Themenfelder angenommen und nachgefragt. Am stärksten ist natürlich die solare Einspeisung in die Wärmenetze, sowohl bei der Anzahl der Projekte, aber auch bei den Quadratmetern, weil diese Anlagen tendenziell etwas größer sind. Das heißt, für uns ist es eine schöne Nachricht, es werden alle Themenfelder nachgefragt und es gibt für alle sozusagen Anwendungsfälle auch wirklich Projekte. Wir schauen uns das, nachdem wir im Bundesfonds sind und in Gesamtösterreich fördern, auch immer geografisch an. Und hier sehen Sie immer nur die Verteilung, die verschiedenen Themenfelder über die verschiedenen Bundesländer. Und die gute Nachricht ist, es gibt überall in Österreich Projekte in allen Themenfeldern. Am stärksten ist bei uns natürlich wie immer traditionell die Steiermark. Aber es gibt wirklich ein Angebot in allen Gebieten. Und jetzt kommen wir jetzt zu den Machbarkeitsstudien. Das ist für uns sehr spannend. Wir haben 13 Projekte gefördert mit 103.000 Quadratmeter Kollektorfelder, also 43 Fußballfelder. Davor hatten wir 20. Also man sieht schon, da ist was in der Pipeline. Die Anlagen sind relativ groß. Dazu komme ich später noch. Die CO2-Einsparung ist auch substanziell, wenn das alles realisiert wird, auch in Megawattstunden. Reden wir von 3 Millionen Megawattstunden über die Lebensdauer. Auch das ist etwas. Natürlich, das Investitionsvolumen steigt. Die größte Anlage, die derzeit in der Pipeline ist, hat 50.000 Quadratmeter. Und hier haben wir es nochmal gegenübergestellt. Wichtig sind jetzt, glaube ich, die zwei oberen Folien. Oben links sehen Sie die gesamte Kollektorfläche. Auf der linken Seite das, was in den Machbarkeitsstudien in der Pipeline ist, mit 303.000 Quadratmetern. Auf der rechten Seite das, was wir jetzt in den letzten Jahren im Programm umgesetzt haben, mit 137.000 Quadratmeter. Da sehen Sie schon, das, was da in der Pipeline ist, das hat wirklich Potenzial, das Ganze mehr als zu verdoppeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Bei der rechten Seite sieht man eine durchschnittliche Projektgröße umgesetzt, 414 Quadratmeter. Das ist das, was im Schnitt gebaut worden ist. Das ist der Mittelwert der Solaranlagen in Österreich. Auf der linken Seite mit 23.000 Quadratmeter, das, was in der Pipeline ist, in den Machbarkeitsstudien. Also man sieht schon, die Machbarkeitsstudien haben da durchaus einen Impact, dass größere Projekte derzeit zumindest einmal geplant werden. Wir hoffen natürlich auch, dass die dann in weiterer Folge auch umgesetzt werden. Darunter die Machbarkeitsstudien nach den Bundesländern, das ist uns auch wichtig. Auch hier sieht man wieder, das Programm, das Angebot wird im gesamten Bundesgebiet sehr gut angenommen. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wir haben die Webseite solare-großanlagen.at. Dort werden auch die Machbarkeitsstudien veröffentlicht, sobald sie fertig sind. Derzeit sind 5 Projekte drauf. Sobald eine neue Studie abgenommen ist, wird sie natürlich auch dort hochgeladen. Wenn man sich dafür interessiert, ist es, glaube ich, ganz interessant, in diese Berichte hineinzuschauen. Damit bin ich schon am Ende. Meine Zusammenfassung ganz kurz. Ich wiederhole mich jetzt, aber ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. 45 Millionen Euro, das ist wirklich sehr viel Geld für Solarthermie. Das ist auch eine einmalige Chance. Und wir wollen damit wirklich Leuchttürme der Wärmewende möglichst zeitnah initiieren. Das heißt, wir wollen wirklich solche Projekte, wie man da unten am Bild sieht, in Österreich auf den Boden bringen, in die Investition bringen. Das ist sozusagen unser Anspruch. Für diejenigen, die das Programm aus den Vorjahren kennen, wir haben das Programm über weite Teile fortgeführt, beziehungsweise haben wir in vielen Bereichen es weiter attraktiviert, sei es beim Fördersatz, sei es bei vielen anderen kleineren Stellschrauben. Und ich glaube, wir haben es insgesamt hier ein sehr gutes Package geschnürt. Und was wichtig ist, wenn Sie jetzt ein Großprojekt haben, es gibt keine Standardlösung, weder auf der technischen Seite noch auf der organisatorischen Seite und auch nicht bei uns auf der fördertechnischen Seite. Das heißt, ganz wichtig ist bei Großprojekten immer direkt frühzeitig in Kontaktaufnahme auszustreben. Wir versuchen im Rahmen des rechtlich Möglichen hier auch eine optimale Förderlösung für die Großprojekte anzubieten. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie auch hier meine Kontaktdaten, beziehungsweise sehen Sie hier die Links zu unseren Webseiten, wo Sie auch alle Informationen finden. Danke sehr. Danke, Gernot Wörter, für den Überblick zum Förderprogramm. Ich glaube, das war ja eine sehr gute, kompakte Zusammenfassung, wie immer.
Wenn es jetzt noch Fragen gibt, einfach in die in den Chat oder in die F&A-Funktion reinposten und der Herr Wörter wird gleich für Sie beantworten. Eine Frage ist auch schon gekommen, und zwar von den bisher geförderten 331 Anlagen, wie viele davon sind schon umgesetzt? Ich kann es jetzt nicht mit einer Zahl beantworten, aber ich sage mal die überwiegende Mehrheit. In der Regel nach unserer Förderzusage dauert es 1 bis 2 Jahre, bis die Projekte umgesetzt sind. Bei großen Projekten dauert es erfahrungsgemäß länger, kleinere gehen schneller. Sobald die Projekte umgesetzt sind, gibt es einen finalen Endbericht, der wird bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Und dort kann man das dann zusammenzählen. Ich schätze mal, es sind, ich sage mal, wahrscheinlich um die 300, 315 in der Größenordnung. Und man sieht auch sehr schön, der letzte oder der erste Endbericht ist, glaube ich, aus 2019 oder 2020, so in der Größenordnung. Das ist eben genau dieses Timelag von Förderzusage bis Fertigstellung der Anlage. Aber das sind auf jeden Fall alles aktive Projekte. Das sind die Stornierungen, die Projekte, die nicht umgesetzt wurden, schon rausgenommen. Und das heißt, die Anlagen sind da wirklich am Boden. Oder werden genau. demnächst am Boden sein. Genau. Also auf der Website vom Förderprogramm solare-großanlagen.at kann man sich die ganzen Endberichte downloaden und sich die Projekte anschauen. Kann ich auch durchaus empfehlen. Ist sehr interessant. Noch eine Frage. Wie erfolgt der Wärmetransport im nicht urbanen Umfeld? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also es kommt ja mal darauf an, welches Themenfeld ist es, ja? Und braucht man dann Wärmetransporter oder ist das eine Aufdachanlage, wo die Wärme selbst im eigenen Gebäude verwendet wird? Ansonsten muss man natürlich in der Wärmenetz einspeichern, also einspeisen. Die Leitung ist bei uns prinzipiell förderbar, nur ist es natürlich, wie Sie wahrscheinlich wissen, eine Kostenfrage und jeder Meter Leitung kostet. Deswegen schaut man natürlich, dass die Solaranlage möglichst nah am Verbraucher ist und die Leitung möglichst kurz ist. Aber ich weiß nicht, ob das die Frage ist, beantwortet. Falls nicht, dann bitte noch einmal präzisieren im Chat. Genau. Ja, ansonsten sind momentan keine anderen Fragen gekommen. Ich bedanke mich dann einmal an der Stelle wieder mal beim Gernot Wörter für den Vortrag, fürs Vorstellen vom Förderprogramm. Sie finden, wie erwähnt, alle Infos auch im Internet, entweder auf der Website vom Klima- und Energiefonds auf klimafonds.gv.at oder auf der Website vom Förderprogramm solare-großanlagen.at oder auch auf der Austria Solar-Website solarwärme.at. Genau, und jetzt ist noch eine Frage gekommen. Stichwort beschleunigte Umsetzung. Gibt es Neuigkeiten zu Go-To-Areas für große Solarthermie? Auch da muss ich sagen, tue ich mir schwer mit Go-To-Areas. Was ich Ihnen sagen kann aus meiner Erfahrung ist, wenn Sie Freiflächenanlagen haben und umso größer sie werden, umso schwieriger wird das Ganze. Deswegen haben wir auch diese organisatorisch-wirtschaftlichen Machbarkeitsstudien, weil es ist ein Riesenthema, die Grundstücke zu bekommen. Und das zweite Riesenthema, das ist dann von Bundesland zu Bundesland abhängig, ist dann auch sozusagen die Widmung, sprich die Genehmigung. Da gibt es prinzipiell Diskussionen auf allen politischen Ebenen, wie kann man mehr Flächen für Erneuerbare, das betrifft ja nicht nur die Solarthermie, das betrifft ja auch die Windkraft und andere, zur Verfügung stellen. Das ist etwas, wo wir jetzt im Förderprogramm keine direkte Handhabe haben, wo man aber nur raten kann, schauen Sie sich das rechtzeitig an und sichern Sie sich die Grundstücke, auch genau vor dem Hintergrund, dass eben eine Wärmeleitung sehr teuer ist, das heißt, die muss dann relativ nah am Verbraucher liegen. Da tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer als bei der Photovoltaik, wo man, ich sage mal, irgendwo an einem Mittelspannungsnetz einspeisen kann. Okay, danke. Ja, wie gesagt, es sind keine weiteren Fragen in der Zwischenzeit gekommen. Deswegen würde ich auch noch mal den Appell an Sie alle richten, nutzen Sie das Förderprogramm. Sie haben jetzt den Sommer quasi Zeit bis zur nächsten Deadline am 30. September. Und ja, ist vielleicht ein gutes Zeitfenster, um daran zu arbeiten. So, jetzt ist doch noch eine Frage im Chat gekommen. Der Wärmetransport kann über kilometerlange Erdleitung erfolgen, solange die Anlage groß genug ist. Okay, ich glaube, das war eher eine Antwort auf
Ja, den Dialog. das unterstütze ich, das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, das ist eben genau das, warum wir diese organisatorischen, wirtschaftlichen Dinge so betonen. Technisch ist alles machbar. Es ist immer eine Frage der Kosten und der Genehmigung. Und das ist der Bereich, wo sich dann in der Praxis spart. Dann hat man irgendwo eine schöne Transportleitung, einen Grundstückseigentümer, der sozusagen sein Grundstück nicht freigibt. Und dann muss man die Kurve herumbauen und die Projektkosten explodieren, beziehungsweise ist das Projekt dann einfach wirtschaftlich nicht realisierbar. Ich glaube, das wird oft unterschätzt und von den Praxisprojekten, die wir in Österreich haben, bei den Freiflächen, ist wirklich diese Flächenfindung, die Trassenfindung, die Genehmigung, die Freigabe, das sind wirklich Dinge, die schwierig sind. Das darf man nicht unterschätzen. Okay, genau. Gut, ich würde jetzt aber wirklich zum nächsten, zum eigentlichen Vortrag des oder zum Hauptvortrag dieses Webinars weitergehen. Und zwar zum Vortrag von Babel App zur Frage von Kosten, von den Kosten von Solarwärme. Ja, wir haben jetzt eben schon vom Förderprogramm gehört, wo viel Geld abzuholen ist, aber wir schauen uns jetzt noch einmal im Detail an, wie viel sowas eigentlich kostet. Und dazu würde ich die Babel App bitten, dass sie ihre Folien öffnet und mit ihrem Ja. Vortrag beginnt. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Jakob, vielen Dank für die Einleitung. Ich denke, meine Folien sind zu sehen, oder? Ja. Genau. Wie viel kostet Solarwärme? Ein weltweiter Überblick. Ich würde Sie gerne erst kurz darüber informieren, wie die neueste Befragung gelaufen ist. Der Dreh- und Angelpunkt von Sorikos Industriebefragungen ist diese Weltkarte, die Sie hier dargestellt sehen. Da haben wir mal angefangen, 2017 die Firmen, die sich im Bereich solare Prozesswärme tummeln, zu listen und dabei auch deren Portfolio, also was sie an Kollektoren herstellen und wie viele Referenzprojekte sie schon errichtet haben, mitzulisten. Listen. Daher kommen diese verschiedenen Farben. Da sind jetzt ungefähr 70 Firmen online. Aus Österreich sehen Sie, habe ich Ihnen die Firmen hierher geschrieben. Das sind 5 Stück: Solid, Gasocool, Green One Tech, Fresnex, Heliovis und Kona. Sie sehen also, es sind ja, etablierte Projektentwickler, aber auch also neue Firmen, die besondere Technologien wie Heliovis langfristig vermarkten wollen im größeren Segmentbereich. Hier ein kurzes, also wir haben die Web-Weltkarte mit allen Firmen dieses Jahr wieder aktualisiert. Das ist jetzt gerade passiert. Sie sehen jetzt hier schon den neuesten Stand. Und zwar sind hier alle Firmen gelistet, die mehr als 10.000 Quadratmeter von diesen sogenannten Chip-Systemen installiert haben weltweit. Da ist immer die österreichische Firma Solid dabei. Aber eben auch weltweit sehen Sie, dass Mexiko da einen starken, also Hub hat für Industrie, China, Indien kommt immer wieder vor und auch verschiedene Länder in Europa. Da sind die Planer tätig und haben dort ihren Hauptsitz. Ja, wie sieht dieses solare Segment aus? Wir befragen also seit 2017. Sie sehen, dass das ein ganz schön tougher Business-Bereich ist. Wir haben mal mit 107 Anlagen angefangen im Jahr 2017. Jetzt waren wir in 2021 bei 71 Anlagen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass im außereuropäischen Ausland die Märkte stark schwanken. Wenn Sie hier gucken, haben wir Indien im ersten Jahr mit 22 Projekten gelistet gehabt. Indien tauchte jetzt in 2021 noch mit 2 Anlagen auf. Da hat es also eine starke Verschiebung gegeben, weil das Förderprogramm ausgesetzt worden ist und die Industrie da deutlich weniger Interesse hatte an solarer Prozesswärme. Auch Mexiko hat starke Schwankungen. Wir hatten im Peak-Jahr 2018 51 Chip-Anlagen. Das ging jetzt runter auf 18. In Europa liegt der Anteil dieser solaren Prozesswärmeanlagen, die neu installiert werden, aufgrund der guten Förderung in vor allen Dingen Deutschland, Österreich, Frankreich, Niederlande, konstant bei etwa 50 Anlagen in den letzten Jahren, ist also schon etabliert, aber, und jetzt komme ich zu einer sehr erfreulichen Nachricht. Ach so, Moment, nein, komme ich noch nicht. Also die Anlagen werden nämlich deutlich größer.
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Nachricht, zu der ich gleich komme. Erstmal wollte ich noch kurz darstellen, wie krass eigentlich und wie schwierig dieses solare Prozesswärme-Segment zu öffnen ist. Da hat wirklich Österreich also mit diesem Großanlagenförderprogramm ein wichtiges Standbein geschaffen. Wir erleben, dass nur 7 von den 48 Technologieanbietern, die sich diesmal den Fragebogen wirklich explizit aufgefüllt haben, waren zufrieden mit ihrer Geschäftsentwicklung in 2021. Von den rund 80 Chip-Technologieanbietern, die die Weltkarte gezeigt hat, haben nur 16 ein einziges Chip-Projekt in 2021 installiert. Diese Zahlen sind ähnlich hoch oder niedrig geblieben in den letzten Jahren und zeigen aber, dass die Planungszeiten eben sehr groß sind und Firmen oft nur jedes zweite und dritte Jahr eine Anlage realisieren. Gründe für die Unzufriedenheit bzw. diese geringe Anzahl an umgesetzten Anlagen habe ich Ihnen hier ein paar gelistet. Also grundsätzlich zu lange Projektlaufzeiten, sagt man in Frankreich, die sehr geringe Akzeptanz und auch PV-Dominanz in Indien, generell wenig Nachfrage, lange Vorlaufzeiten, sagt ein Hersteller in Österreich. Mexiko, Projekte wurden auf Eis gelegt, weil die Regierung Chip nicht mehr unterstützt und keine Anreize bietet. Und dann auch noch der mangelnde Bekanntheit von solarer Prozesswärme generell und der Gegenwind, die jetzt durch Wärmepumpen kommen, sagt hier zum Beispiel ein israelischer Anbieter. Also die Gründe sind vielseitig. Der Markt ist schwierig, aber, und jetzt kommen wir zu einem völlig neuen Trend, den wir so in der Form eigentlich noch nie erlebt haben, würde ich sagen, in Europa. Wir haben hier eine ganze Reihe von großen Megawatt-Anlagen, die sehr verbindlich angekündigt sind, wo Förderung und Finanzierung auch schon stehen. Und das habe ich hier gelistet. Also wir fangen da an mit einer 15-MW-Anlage, die größte Anlage in Frankreich sein wird, wenn sie dieses Jahr in Betrieb geht für eine Molkerei, die durch ADEME gefördert wird. Wir haben einen großen Parabolrinnenfeld, was jetzt in der Endphase der Installation ist. 77 MW sind das in China, in Handan. Das wird dann die größte konzentrierende Anlage für Solare Nahwärme sein, die diesen ganzen Freizeitpark versorgt. Ein Freizeitpark, der von der Regierung her unbedingt CO2-neutral sein sollte. Hier wird Warmwasser und Schnee für ein Eiszentrum und eine Wasserwelt bereitgestellt. Aus dem spanischen Förderprogramm IDAE sind 30 MW angekündigt. Da hat jetzt Herr Heineken ist offiziell vor die Presse getreten und hat gesagt, sie machen das in Sevilla zusammen in ihrer Fabrik mit Engie. Das soll auch konzentrierende Technologie sein. Die Förderbescheid existiert hier schon. Dann gibt es hohe Förderung aus einem Innovationsfonds für New Heat. Das wird eine Melzerei in Kroatien von New Heat realisiert, 25 MW immerhin. Und es sind auch recht verbindlich innerhalb des Förderprogramms, was die European Bank of Reconstruction and Development schon länger betreibt im Western Balkan, eine 48 MW-Anlage für ein Nahwärmenetz, also was gebaut werden soll und wo die Finanzierung auch schon durch verschiedene Quellen hier finanziert oder realisiert ist. Auf jeden Fall sind da 48 MW angekündigt. Also Sie sehen mit dem Vergleich, was wir jetzt im Förderprogramm in Österreich haben, da kommen ja sicher auch noch Anlagen, die jetzt dann aus der Pilotplanung oder aus den Visibility-Studien in die Umsetzung gehen. Da werden auch noch einige größere Anlagen hier dazukommen. Wir haben also mit einem beschleunigten Markt Umsetzung zu tun in den nächsten Jahren und das wird ganz deutlich auch die Kosten beeinflussen. Ja, warum haben wir uns überhaupt mit Kosten beschäftigt? Wir haben gesehen, dass die Solarwärme also deutlich mehr machen kann, um als attraktive Investition gesehen zu werden. Wir hatten einfach den Ruf, teuer und etwas intransparent zu sein und da setzen wir an. Wir wollen für Investoren eine gewisse Sicherheit geben, wie entwickeln sich die Kosten. Wir wollen natürlich auch Kostenbenchmarking in verschiedenen Ländern erleichtern, also wenn Industriekunden oder Projektentwickler eben in neue Bereiche vordringen, dass sie sich dann da besser orientieren können, wie die generellen Kosten in den Ländern derzeit liegen.
Für politische Entscheidungsträger ist das ja eine ganz wichtige Aussage. Sie kennen diese wie oft wiederholten Kostensenkungen, die die Photovoltaik erreicht haben. Die Solarthermie hat zum Beispiel bei den Lernkurven ähnliche Kostensenkungen erreicht, wie ich gleich zeigen werde, aber es ist deutlich weniger bekannt. Modellierer brauchen grundsätzlich für ihre Zukunftsszenarien auch Aussagen über die Kosten. Hier können wir eine wichtige Lücke schließen. Und das Ziel war, dass in dem Renewable Power Generation Cost Report, den die IRENA eigentlich ziemlich regelmäßig seit 2010 veröffentlicht, auf jeden Fall auch erneuerbare Wärmetechnologien zum Zukommen. Und das hatten wir geschafft. Im ersten Rapport, der 2021 rausgekommen ist, gab es ein Kapitel zur solaren Wärme. Das Ganze lief in einem großen Effort, muss man sagen. Da haben sich 32 Technologielieferanten gegen eine NDA bereit erklärt, Kostendaten mit uns zu teilen. Auch drei Förderstellen, darunter der Klima- und Energiefonds, haben ihre Kostendaten dank Banken geöffnet. Wir haben jetzt 942 Solarwärmeprojekte mit 879 MW, die im Bereich zwischen 2010 und 2020 in Betrieb gegangen sind, in der Datenbank. Diese Datenbank liegt bei IRENA. Und das ist jetzt ein bisschen eine besondere Konstellation, weil wir dadurch die Expertise von IRENA nutzen konnten. Wir haben Michael Taylor als Partner, der dort seit 10 Jahren diesen Renewable Power Generation Cost Report herausbringt und eine riesige Datenbank pflegt mit 50.000 regenerativen Stromprojekten. Und wir haben diese Methode, die er verwendet hat, eben für die Solarthermie angewendet, um einfach in dem gleichen Gusto zu sein und die Ergebnisse auch vergleichbar zu machen und haben da sehr gut kooperiert. Und damit noch kurz zu der Methodik, die wir anwenden. Grundsätzlich werden in diesem Generation Cost Report zwei Arten von Kostendaten dargestellt. Das eine sind grundsätzlich Gesamtkosten, die sind hier definiert, total costs in local currency, including installation without VAT or subsidies. Also wir haben einen zum Beispiel einen mexikanischen Rupi-Wert im Jahr 2015 von einer Anlage, absolut gesehen für so und so viel kW und immer inklusive Installation, aber Mehrwertsteuer und Förderung ist immer abgezogen. Und wir haben dazu auch den predicted, also den simulierten, meistens keine gemessenen, sondern eben also vorhergesehene solare Erträge in Megawatt-Hour pro Stunde, das pro Jahr. Das ist das, was unser Datensatz ausmacht. Natürlich wissen wir auch das Jahr, wann die Anlage installiert ist. Wir wissen die Application, wir wissen die Größe und den Kollektortyp und ob das noch eine Speicheranlage ist, ob da ein Speicher dabei war. Und daraus können wir dann entweder direkt die Total Cost darstellen oder die Levelized Costs of Heat. Da ist hier die Formel gegeben. Das ist eine sehr einfache Herangehensweise. Man nimmt die Investitionskosten, man setzt eine Operation and Maintenance Pauschale an, die über den Zeitraum eben je nach Größe fixiert wird mit 1% beziehungsweise 0,5% der installierten Kosten. Und es geht ein WACS ein von 5% real. Das haben wir jetzt erstmal für die ganze Welt einheitlich gemacht. Das tut natürlich die Länder, in denen heute deutlich höheres Zinsniveau ist, wie Mexiko oder Brasilien, deutlich schlechter stellen als Europa. Aber war jetzt erstmal der Einsatz, den IRENA auch über viele Jahre verfolgt hat. Die sind jetzt dabei, die WACS etwas anzupassen an die Regionen. Und das werden wir dann vielleicht auch im Weiteren für die Solarthermie machen, wenn wir weitere Daten akquirieren können. Wichtig ist diese Farbgebung, die wir benutzt haben bei all unseren Charts. Sie sehen also, wir haben drei große Bereiche, die wir analysieren. Solare Prozesswärme ist immer bläulich, Solar District Heating ist immer eher rötlich und der Service-Sektor, das sind dann Großanlagen für Hotels oder Krankenhäuser, der ist immer eher gelb gehalten. Diese drei Typen kommen bei uns vor. Wir haben 103 kommerzielle Solarthermieanlagen, die in Österreich gefördert sind und für die Kostendaten vorliegen. Die sind heute in unserer Datenbank. Und damit steige ich jetzt auch ein in die Kostendatenstrukturen. Da möchte ich Sie hier erstmal einführen
Dies zeigt die durchschnittlichen, also Weighted Average Costs nennen wir die, pro Jahr in dem Zeitraum, den wir betrachten, von 2013 bis 2020, und zwar für die Hauptländer, in denen wir ausreichend Daten akquirieren konnten. Das ist Österreich, China, Dänemark, Deutschland, Mexiko und die Türkei. Sie sehen, dass auf der linken Seite diese Total Costs, die ich erwähnt habe, die sind also US-Dollar pro kW, und auf der rechten Seite sehen Sie die Levelized Cost of Heat, die geben wir grundsätzlich in US-Dollar pro Kilowattstunde an. Was bedeutet nun dieses 2020 auf der Y-Achse? Das bedeutet, dass wir da umrechnen, die ganzen Kosten, wie sie uns sich dargestellt haben über die Jahre, werden erstmal im Jahr ihrer Installation in US-Dollar nach dem normalen Wechselkurs umgerechnet und dann mit einem inflationsbereinigten Faktor, den die IRENA auch für ihre anderen Projekte ansetzt, werden die in reale Kosten 2020 umgerechnet und können dadurch verglichen werden. Aus diesen beiden Charts gehen jetzt zwei klare Botschaften hervor. Einmal, dass wir bei der Kostenstruktur auf jeden Fall in einem gravierenden Differenzen liegen. Wir haben also hier auf der Total, auf der Global Installed Cost Seite, haben wir einen Unterschied von Faktor 3 zwischen 250 und 900 US-Dollar. Auf der rechten Seite spaltet sich diese Aufspaltung sogar noch höher auf, weil wir auf der rechten Seite den Yield berücksichtigen. Das heißt, die höhere Einstrahlung, die wir in Ländern wie der Türkei, die hier unten mit in rosa zum Beispiel dargestellt sind, haben, die weiten natürlich diese Kostendifferenzen, die wir auf dem Material- und Installationsseite haben, noch deutlich auf. Außerdem ist es so, dass wir, das ist eine sehr ermutigende Nachricht, dass die Kosten eigentlich überall runtergehen. Das kann man sich jetzt immer anschauen, wenn man den Anfangspunkt der Kurve, jetzt muss ich auch mal gucken, ob ich meinen Pointer hier hinkriege, Laserpointer, dann kann ich Ihnen das besser zeigen. Also Sie sehen ja immer hier die Anfangspunkte, zum Beispiel in Österreich, die lagen hier bei 1.400 und wir haben hier zum Schluss, enden wir bei 700, Moment, der untere Wert ist es 735 US-Dollar pro kW. Das ist also, da sehen Sie, dass es eine deutliche Lernkurve erreicht haben. Das kommt daher, dass größere Anlagen installiert wurden, aber auch die Industrie mehr Erfahrung gehabt hat, die Firmen mehr Anlagen installiert haben und dadurch die Planungskosten und auch die Umsetzungskosten niedriger waren. Generell zur allgemeinen Umrechnung in Euro pro Quadratmeter wollte ich Ihnen sagen, dass das der Faktor 0,6132 ist. Ein bisschen kompliziert. Und zwar liegt das daran, dass wir den Faktor 0,7 haben zwischen kW und Quadratmeter. Und außerdem haben wir einen durchschnittlichen Wechselkurs, der das ganze Jahr 2020 betrifft. Und der liegt zwischen Euro und US-Dollar bei 0,876. Also Sie müssen sich gedanklich immer alles auf 0,6 multiplizieren. Das würde jetzt bedeuten, dass Sie diese 738 US-Dollar zum Beispiel übersetzen in 453 Euro pro Quadratmeter, wenn das Ihnen vertrauter ist. So, das war erstmal der Teil, der Umrechnungsfaktor, habe ich aber auch nochmal darunter geschrieben. Das war jetzt erstmal so ein ganz grober Überblick über alle Länder. Jetzt ein bisschen genauer reingezoomt in den Bereich SHIP, also solare Prozesswärme. Hier haben wir Ihnen jetzt den ganzen Zeitraum in einen Wert sozusagen gebündelt. Hier wird jetzt nicht mehr über die Zeit angeguckt, sondern eben über den ganzen Zeitraum. Sie sehen, die mittleren Werte, die dabei rauskommen, sind die, die hier bei diesen dicken markierten Linien markiert sind. Wir haben die Regionen Asien, Mexiko, südliches Europa und Zentraleuropa und wir betrachten nur SHIP. Diese Balken, die Sie hier sehen in den unterschiedlichen Farben, die stellen das Zentrum der Projekte vor, also von der 5. bis zum 95. Percentile nennt man das konkret, also alle Anlagen, die ganz extreme Ausreißer sind von den Kosten her, also unter den 5% und über den 95%, die sind abgeschnitten.
Ein Markt, der ein schmales Band hat, so wie in Asien oder Mexiko. Das ist ein Mature-Markt, also ein ausgereifter Markt. Wir erleben hier schon länger solare Prozesswärmeanlagen von Herstellern, die schon viel Erfahrung haben. Dadurch liegen die Kosten hier insgesamt deutlich niedriger und auch deutlich kompakter zusammen, während Sie in Zentraleuropa sehen, dass wir hier eine unglaubliche Bandbreite erleben, weil eben sehr teure Anlagen am Anfang dieses Zeitraums auch in den Förderprogrammen aufgetaucht sind, weil Prozesswärme einfach noch sehr neu war. Die Anlagen wurden dann größer und sind auch teilweise in Zentraleuropa an besonderere Standorte gekommen, dadurch dieser riesige Bereich hier. Wir reden also von in den Mature Markets von 3,9 US-Dollar Cent und 4,4 in Mexiko. Wir erleben vor allen Dingen in Mexiko eine sehr erfahrene Supply Chain. Ich habe Ihnen hier einfach mal ein Bild mitgebracht. In Mexiko alleine sind über 100 solare Prozesswärmeanlagen installiert. Fast ohne Förderung, über Abschreibungsmöglichkeiten und über die Tatsache, dass sehr viel von der mittelständischen Industrie dort nicht am Gasnetz hängt, sondern LPG benutzt und dass es eine deutlich höhere höherpreisige Energieform, wie wir ja auch inzwischen in Europa wissen. Und da kann man Solarthermie unter der Sonneneinstrahlung von Mexiko heute durchaus wirtschaftlich anbieten. Dieses Bild stammt übrigens von einer Chip-Anlagen-Gallery, die wir eingerichtet haben. Da gibt es inzwischen über 100 Chip-Anlagen. Wenn Sie also mal einen Vortrag halten wollen oder sich mal einen Überblick verschaffen wollen, das ist durchsuchbar nach Ländern und Anwendungen. Und da finden Sie sehr viele schöne Anlagen zu unterschiedlichsten Kollektortypen weltweit. Ja, Sie wissen ja auch, dass, und da müssen wir unsere Kunden immer wieder sensibilisieren und auch das haben wir mit unseren Daten belegt. Es hängt stark von der Temperatur ab, welche Kosten entstehen und welche Kollektoren Sie einsetzen können. Wir haben jetzt hier drunter stehen, also eigentlich haben wir hier verschiedene Sektoren dargestellt, von Agriculture bis in der Industrie mit den Prozessen, die jeweils durch Solarwärme versorgt werden können. Wir starten im Bereich der Luftkollektoren eher hier bis 75 Grad. Wir haben hier Flachkollektoren, also stationäre Kollektoren und Vakuumröhren, die, wenn sie evakuiert sind, zum Beispiel die Flachkollektoren oder Vakuumröhren, auch eben 150 Grad erreichen können. Und ab dann ist es eigentlich nötig zu konzentrieren. Und dann gehen wir halt in den Bereich der schmalen Parabolrinnen, Small Parabolrinnen, kleinen Concentrating Dish in Indien oder eben Fresnel-Kollektoren. Und es ist jetzt eben sehr naheliegend, dass umso höher die Temperaturen, die wir liefern wollen, den Kunden, die Preise sich auch deutlich verändern. Und da haben wir uns in der Datenbank hier wieder nur Chip, wie Sie sehen, auch wieder ein blau markiertes Chart, mal die Kosten angeguckt, je nach Temperatur, in Abhängigkeit der Temperaturniveaus. Sie haben also bis 150 Grad konzentrierend und bis 150 Grad stationär und hier in der Mitte die konzentrierenden über 150 Grad. Das ist ehrlich gesagt die kleinste Menge in unserer Datenbank. Das sind bisher erst 12 Projekte. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachbessern, weil das ist noch nicht ausreichend aussagekräftig. Aber Sie sehen, dass von den Chip-Projekten im konzentrierenden Bereich doch 54 Anlagen ausgewertet werden konnten und im stationären Bereich 175. Wir haben Ihnen auch grundsätzlich hier unter die Charts diese zusammenfassenden Werte hier noch geschrieben, die ganz hilfreich sind. Da sehen Sie nämlich, dass hier sind Levelized Cost of Heat aufgetragen. Deswegen hier eben auch der Hinweis auf den durchschnittlichen Ertrag, den die Anlagen erreichen. Und Sie sehen, dass die konzentrierenden Anlagen hier einen deutlich höheren Ertrag erreichen als die stationären, die eben in Bereichen sind, wo es doch eher weniger Einstrahlung hat, weil wo die DNI hoch ist, also die direkte Einstrahlung, die Sie für konzentrierende Kollektoren brauchen, ist natürlich meistens auch mehr Sonne. Sie sind dann eben in Südspanien oder Sie sind irgendwie in Südfrankreich und deswegen sehen Sie, dass da diese Erträge mit 870 Kilowattstunden schon auch zur Preissenkung beitragen. Generell sind die Wärmepreise, die hier erreicht werden durch die konzentrierenden Anlagen, niedriger als die von den stationären Anlagen. Das liegt jetzt daran, dass obwohl die Anlagen
Solaranlagen noch kleiner sind. Das ist eigentlich ein überraschender Hinweis. Das liegt daran, dass wir hier natürlich einen riesenhohen Rattenschwanz haben, den Sie hier in den hochpreisigen Schicksegment, den wir so, wenn wir jetzt zum Beispiel das Jahr 21 und 22, 2022 vergleichen werden, so nicht mehr finden werden. Aber diese Preissteigerung, die fast eine Verdoppelung ist, wenn wir zu dem höheren Temperaturniveau gehen, aufgrund von höheren Anforderungen an die Hydraulik und mehr Komponenten wie Steam-Drums und bessere Dämmung und hochwertigere Komponenten, die man einsetzen muss, ist durchaus ein realistischer Wert, der erstmal so im Raum steht. Hier nochmal Deutschland. Für Österreich habe ich leider so eine Aufstellung nicht. Hier haben wir jetzt mal die letzten Förderprogramme, also sozusagen die letzten Jahre 2018 und 2020 uns angeschaut. Dadurch gehen die Projekte, die wir hier eingerechnet haben, etwas runter. Ja, es sind jetzt nicht, eigentlich haben wir 300 Anlagen oder so von Deutschland in der Pipeline, also in dieser Datenbank. Aber wir haben jetzt hier bewusst mal den letzten Teil des Zeitraums angeguckt, um zu sehen, wo dann die Kosten etwa erreicht werden in dem jetzt schon etwas verbesserten Bereich. Wir haben hier District Heating mit 8,6 US-Dollar Cent sozusagen als günstigste neben der Prozesswärme Luft. Die durchschnittlich am meisten profitiert von den besseren Erträgen. Also das ist am besten hier mit 681 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist dieser Wert hier oben. Dadurch, dass Sie niedrigere Temperaturen erreichen, haben Sie natürlich höhere Erträge. Das macht hier den Unterschied zwischen Solar District Heating und dem solaren Prozesswärmereich Luft. Wenn wir nochmal zurückspringen, gedanklich auf die erste Folie, die ich Ihnen gezeigt hatte, da war Dänemark ja unten dabei bei den sehr sonnenreichen Gebieten. Wir haben in Dänemark im letzten Jahr, wo wir noch 12 Solar District Heating Anlagen in Betrieb gesehen haben, haben wir 4,9 US-Dollar Cent erreicht. Also Sie sehen, dass hier nochmal in Deutschland doch erheblich Musik ist nach unten. Wir sind jetzt hier bei 8,6 und es gibt jetzt diesen Wert für Österreich noch nicht, muss man sagen, weil da weniger Anlagen spät installiert wurden, die wir noch nicht erfasst haben. Aber es wird dann spannend, was jetzt die Großanlagen, die wir in Österreich sehen, die werden sicher auch im Bereich 5 US-Dollar Cent eher liegen als im Bereich 8,6. Auch hier ist wieder die Prozesswärme am teuersten und ist damit auch wahrscheinlich die Technologie, die jetzt am längerfristigsten noch Förderung bedarf. Die dänischen Solar District Heating Markt, der hat uns ermöglicht, eine Economies of Scale Kurve auszurechnen. Wir haben hier, ich glaube, 70 oder 80 solaren Wärmeanlagen in der Datenbank, die in den Bereich bis 110 Megawatt reichen. Die sind hier jetzt als US-Dollar-Kosten, also als Gesamtkosten dargestellt. Am Anfang sind noch österreichische und deutsche Anlagen dabei und irgendwann dann die dänischen. Wir haben hier eine extrapolierte Kurve, die aussagt, dass für eine Verdoppelung der Kapazität der Anlagen eine Installationskostenreduktion von 14% erreicht wird. Das ist also schon ein sehr schöner Wert. Da sieht man, dass es eben eine natürliche Kostenreduktion gibt, die aufgrund von niedrigeren Stückpreisen für größere Mengen, verbesserte Effizienz in der Fertigung, aber auch viel schnellere und oft professionellere Installation, effizientere mit Krans, wenn man eben in den größeren Bereich geht. Wir haben hier eine extrapolierte Größe, wenn man diese Kurve bis zu Silkeborg, das ist ja die 110 Megawatt Anlage, die wir in Dänemark 2016 gesehen haben, die Installation, dann lägen wir bei 296 US-Dollar pro kW. Das ist ein wirklich super günstiger Wert und der ist auch nur geringfügig niedriger als das, was tatsächlich in Silkeborg erreicht wurde. Die blauen Punkte, die hier drauf gezeichnet sind, sind
solare Prozesswärmeanlagen, die ersten, die in Frankreich und Niederlande in dieser Größenordnung 5 bis 10 Megawatt waren, und die erreichen auch, sehen Sie gut, diese manipulierte Kurve, die extrapolierte Kurve, und wir denken, dass die weiteren Anlagen, die in Betrieb gehen, auch gut diese Kostentrends nachweisen. Das ist Silkeborg, für Sie nochmal als Anschauung, 110 Megawatt seit 2016 in Betrieb. Kurz noch, ich sehe, dass die Zeit schon ganz schön fortgeschritten ist, haben wir eine Übung gemacht. Wir haben die Kosten, die Realkosten der 110 Megawatt Anlage Silkeborg einfach an andere Standorte in Europa gesetzt mit höherer solarer Einstrahlung, um dann zu zeigen, dass man eben dann nochmal deutlich niedrigere Energiepreise erreichen kann. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Silkeborg lag hier bei 3,8 US-Dollar Cent, dann erreichen wir mit den gleichen Kosten, wenn wir jetzt Silkeborg einfach nach Spanien verlagern würden, mit 950 Kilowattstunden pro Quadratmeter sind wir bei 2 US-Dollar Cent. Und wenn Sie sich heute vorstellen, dass wir ja von 6 und 7 US-Dollar Cent bei Gas reden, müsste jetzt eigentlich wirklich der Run losgehen, vor allen Dingen in Südeuropa, wo Solarthermie auf einen Schlag höchst wirtschaftlich ist in der Großanwendung. Kurz noch die Learning Rates, die hatte ich ja ganz am Anfang schon erwähnt. Wir haben also nur in Dänemark diese Lernkurven berechnen können. Sie sehen hier, dass die bei einfachen Anwendungen, also bei nicht bei einfachen Anwendungen, sondern bei einer einfachen Darstellung, also nicht Weighted Average, sondern hier werden die Kosten direkt angesetzt. Im Durchschnitt der Jahre sind wir bei 16,3. Weighted Average liegt etwas höher bei 18,3. In einem Weighted Average gehen die die größeren Anlagen stärker in den Durchschnitt ein als mit ihrer einfachen Mehrheit. Das ist der Ansatz, den die IRENA immer wählt, wenn sie Learning Curves berichtet. Wir haben dort zum Beispiel Wind bei 16,6%. Da sehen Sie, dass wir da durchaus im gleichen Größenordnungsbereich liegen, wenn wir ein durchschnittliches, gutes, Anlagenvolumen haben wie in Dänemark. Wir können solche Trendkurven im Moment noch nicht für andere Märkte ausrechnen, weil die so stark geschrumpft sind, dass die Trendprozente dann zu stark steigen. Ja, noch zuletzt Michael Taylor. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die Kosten für solare Wärme in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall gesunken ist. Wenn wir weiter den Absatz vergrößern und die Leistung der Anlagen erhöhen, wird das noch weitergehen. Und Michael Taylor hat das in einem sehr prägnanten Satz geschrieben. Er hat nämlich gesagt, Solar Thermal isn't expensive, but lack of market scale ist. Uns kostet das also wirklich viel Geld und die Kosten werden nicht runtergehen, wenn wir nicht in diese Megawatt-Anlagengröße vordringen. Aber ich hatte Ihnen ja schon gezeigt, dass das durchaus möglich ist. Und vor allen Dingen hat ja auch Österreich da durch dieses Großanlagenprogramm einen wichtigen Akzent gesetzt. Hier noch für Ihre Dokumentation bekommen Sie ja hinterher den Flyer, können Sie runterladen mit den verschiedenen Links hier. Da haben wir die Kostendaten nochmal vor allen Dingen für Prozesswärme auf dieser Seite dargestellt. Sie finden außerdem alle Charts zum Download auf der Sorico-Webseite. Da können Sie die PDFs auch nochmal in Ruhe anschauen oder Sie bekommen die Präsentation hinterher. So, das war es von meiner Seite. Hat jetzt doch etwas länger gedauert, aber ich hoffe, es war interessant für Sie. Danke für die Aufmerksamkeit und dann gebe ich den Bildschirm wieder frei. Ja, danke, Bärbel, für den tollen Vortrag. Ich glaube, das war ein super Überblick über die, ja, wie es einfach weltweit gerade so am Markt ausschaut, was solare Großanlagen kosten und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass da die eine oder andere Frage sich ergeben hat bei dem Vortrag. Und wenn Sie eine Frage haben, dann noch einmal zur Wiederholung, bitte einfach in den Chat oder in die F&A-Funktion reinposten und ich werde sie dann der Bärbel App stellen. Genau, bis jetzt hast du nur ein Lob bekommen, Bärbel, super Vortrag. dem kann ich mich, wie gesagt, nur anschließen. Ja, sonst diese Grafiken und diese Umfragen, die sind ja schon eine Zeit lang draußen. Was hast du bis jetzt da vielleicht für Reaktionen darauf bekommen?
Wie reagiert die Branche darauf, also wenn sie quasi die Ergebnisse ihrer eigenen Befragung bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Branche war ganz schön verhalten, muss man sagen. Also wir haben uns das selbst am Anfang gar nicht geglaubt, dass wir Levelized Cost of Heat runterbringen können. Es wurde dann in Frage gestellt, natürlich, dass man über so verhältnismäßig wenig Anlagen mitteln darf. Das ist sicherlich auch noch eine Schwäche, weil wir ja erst am Anfang sind mit der Datenerhebung. Wo das total positiv aufgenommen worden ist, ist wirklich von Modellern. Also wir haben mit Niederlande, mit Schweden schon zusammengearbeitet, wo uns wirklich Leute, die eben Erhebungen gemacht haben und eigene Berechnungen angestellt haben, nach ganz konkreten Kostendaten gefragt haben. Und da sehen wir, dass diese Lücke einfach da war und dass es sind einfach erstmal objektiv Kostendaten, die basieren auf realen Erhebungen. Und das hat doch, also muss man sagen, bei den Leuten, die sie nutzen wollen und die da ganz pragmatisch rangehen und sagen, wir müssen das simulieren, doch sehr positives Echo hervorgerufen. Okay. Ja, es sind jetzt auch schon andere Fragen gekommen. Und zwar zum Beispiel, gibt es bereits Trends von Global Playern, die auf Chip gehen wollen? Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe ein völlig bemerkenswertes Webinar von E.ON zum Beispiel gehört in Deutschland, die tatsächlich unser Chip-Förderprogramm in Deutschland intensiv beworben haben, Kostenkurven gezeigt haben, wo die CO2-Werte, die Energiewerte, Preise einfach gleich bleiben, gleich hoch bleiben. Und das sind völlig neue Player, die sich hier zusammentun mit unseren Technologielieferanten, so wie Engie jetzt zum Beispiel auch. Ich denke, da werden noch einige kommen und das ist ein ganz motivierender Trend. Auf jeden Fall. Genau, ja, ich glaube auch. Also je mehr große Player da einsteigen, desto größer ist einfach der Effekt, der Nachahmungseffekt. Ja. Ja, nächste Frage. Wurden die Levelized Costs of Heat je Kilowattstunde Solarthermie über den Ertrag der Solarthermieanlage oder über die effektiv verwendeten Kilowattstunden ermittelt? Nein, nur der direkte Ertrag, weil wenn man sparen würde, also wenn man diesen Spareffekt einrechnen würde, dann würde man ja auch noch die Effizienz der bestehenden Anlage berücksichtigen. Also ob das jetzt ein Gaskessel ist, ein Brennwertkessel, der mit 95% oder irgendwas läuft oder ob das ein ganz schlechter, keine Ahnung, Kessel ist, das haben wir nicht gemacht. Also wir haben reine Einstrahlung, also das ist reine Wärme, umgerechnet auf den Ertrag der Solarwärme. Okay, danke. Wie sieht es aus mit dem Thema Stagnation bei so großen Anlagen? Kannst du da was dazu sagen? Also die Stagnationen, also da wir bei den großen Chip-Anlagen, da weiß ich das jetzt ziemlich genau, sind wir ja nur bei 10% der jährlichen Wärmelast in den Fabriken. Also selbst diese 10 MW-Anlagen, die jetzt installiert wurden, machen nicht mehr als 10%. Und dadurch glaube ich, also das ist ja auch in Österreich, in Dänemark so gewesen, dass die normalen Solarwärmeanlagen 20% des Wärmebedarfs übers Jahr hinweg machen. Da haben sie natürlich im Sommer weniger Wärmelasten, da kann es zu Stagnationen kommen. Das sehe ich jetzt in den Ertragsdaten natürlich nicht. Da sagt jetzt keiner, wir haben irgendwas abgeschnitten, weil der Ertrag im Sommer nicht genutzt werden konnte. Also da kann ich von den Kostenseiten her, ist es nicht wirklich eingegangen. Wir haben natürlich in Österreich, in Dänemark grundsätzlich irgendwie 450 Kilowattstunden pro Quadratmeter, die im Durchschnitt dieser ganzen Solar District Heating Anlagen. Und wenn wir nach Südfrankreich gehen, dann haben wir halt sofort 700, 800. Das ist auf jeden Fall trotzdem noch der Fall, auch wenn es Stagnationen gab. Okay. Noch eine Frage, welche Branchenverbände scheinen gerade besonders aufgeschlossen? Wo ziehen Planer als wichtige Multiplikatoren nach, statt zu verhindern oder alles mit Wärmepumpen lösen zu wollen?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal der erste Teil von Thorsten Lütten finde ich auf jeden Fall. Wir haben eine richtige Denkblockade, dass wir nicht so günstig werden können wie PV. Und das habe ich ja auch an den Reaktionen gemerkt, dass das eben auch in der Branche erstmal ganz viel kritisiert wurde. Ich würde wirklich jeden also ich habe jetzt, muss ich aber auch dazu sagen, also unser Selbstbewusstsein wird größer. Ich habe jetzt schon wirklich von einigen Technologielieferanten Webinare gehört, wo sie einfach Wärmepreise benutzen und die liegen dann halt bei 2,5 oder 3 Cent pro Kilowattstunde und da hat keiner mehr Probleme mit. Und ich würde das wirklich befürworten. Wir sehen, dass es in dem Bereich liegt, was wir hier ausrechnen. Gut, manchmal 4,5 noch und so, aber man darf das, also man darf das. Wir dürfen das und es ist realistisch, dass wir das erreichen. Wir haben das auch nachgewiesen von Großanlagen. Von dem her würde ich da jeden, also ich höre mir diese Vorträge gerne an und ich finde das ein toller Trend, dass unsere Branche jetzt einfach auch Kilowattstundenpreise in den Raum stellen kann bei solchen Webinaren, was wir jahrelang nicht gemacht haben, weil wir immer nur gesagt haben, it depends on, und dann haben wir maximal irgendwie von 700 € pro Quadratmeter oder irgendwas gesprochen, aber nicht auf Wärmepreise runtergebrochen. Mit den Branchenverbänden, da muss ich jetzt selber drüber nachdenken. Wenn Sie da jetzt sowas meinen wie Molkereien oder sonst was, dann sind wir da in Deutschland zumindest noch sehr am Anfang, wo da Zahlen hingehen oder wo da Branchenverbände aufwachen. Da kann ich jetzt so direkt auch nichts sagen. Ist aber eine interessante Frage. Wir haben ja, also wir haben zumindest Anträge gestellt in Deutschland, um mit solchen Branchenverbänden in der Industrie zusammenarbeiten zu können, um die als Multiplikatoren einzusetzen, damit wir an die Kunden jetzt erstmal rankommen. Interessante Frage. Werde ich mal auf dem Schirm behalten. Danke dafür. Wer da noch so Planer und Multiplikatoren sein können in Zukunft. Hey, ja, danke für die Beantwortung der Fragen, Bärbel. Es sind jetzt momentan keine weiteren da. Und Okay, ich habe aufgrund der zugehört. fortgeschrittenen Zeit würde ich auch zum Abschluss kommen. Ich habe jetzt noch die Website von Solrico in den Chat gepostet, wo Sie eben die Grafiken downloaden können und sämtliche anderen Infos zu Solrico und deiner Befragung und so weiter finden können. Genau. Noch ein paar abschließende Hinweise von meiner Seite. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Wir haben über 47 AbonnentInnen momentan. Sie werden dann monatlich informiert über alles Aktuelle aus der österreichischen Solarwärmebranche und auch, was sich international so tut. Außerdem bleiben Sie natürlich immer informiert über aktuelle Webinare. Und zusätzlich können Sie gerne Mitglied werden, wenn Sie für ein Unternehmen oder eine Organisation arbeiten, die in eine der Kategorien passt, die Sie hier aufgelistet sehen. Und für Installateursbetriebe haben wir noch die können gerne Solarpartner bei uns werden und landen dann in unserer Solarinstallateursuche für Endkundinnen. Genau. Das nächste Webinar wird dann im Herbst stattfinden. Wir machen eine kurze Sommerpause wie jedes Jahr. Während dieser Sommerpause können Sie gerne unsere aufgezeichneten Webinare auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Mittlerweile eine ganz große Videothek unter Anführungszeichen. Das war jetzt heute unser 27. Webinar und das wird auch in Kürze online sein. Und wir haben da, glaube ich, schon eine sehr große Bandbreite an Themen rund um die Solarwärme abgedeckt. Also schauen Sie da rein. Genau. Und generell natürlich schauen Sie auf unserer Website vorbei, auf alle Infos zu den Webinaren und finden Sie auf solarwärme.at/Webinare, wo Sie auch alle Folien downloaden können, auch die von heute dann in Kürze. Ja, vielen Dank für die Teilnahme heute. Vielen Dank auch natürlich an die Vortragenden, Gernot Wörther und Bärbel Epp. Und ja, ich hoffe, wir dürfen Sie dann wieder begrüßen bei unserem nächsten Webinar im Herbst. Die Themen werden wir dann im Laufe des Sommers bekannt geben. Und wir haben da auf jeden Fall schon einiges in Vorbereitung. Ja,
Dann wünsche ich noch einen schönen restlichen Donnerstag. Und ich hoffe, bei Ihnen ist es nicht so heiß wie bei uns in Wien. Und ja, darf mich noch mal bedanken und verabschieden. Alles klar, schönen Tag auch von meiner Seite. Tschüss.